runter sind wir wieder zurück in der komischen, seltsamen, verlassenen Höhle, die wahrscheinlich doch nicht so verlassen und seltsam ist. Okay, vor allem nicht verlassen. Ich muss mich da wieder mal einfinden, hab ein bisschen die Maus gewechselt. Und ich sollte vielleicht den Ton ein bisschen lauter stellen, damit ich selber besser höre. Ihr werdet keinen Unterschied hören, aber ja. Hopp, wow, da geht's tief runter. Also wir holen auf jeden Fall ein bisschen Eisen, weil wir das ganz gut gebrauchen könnten, um ja, ein besseres Schwert herzustellen, Waffen und vor allem auch ein Achievement zu machen. Und zwar, dass wir eine recht lange Strecke mit mit so einem Lastenwegchen oder wie auch immer halt fahren. Oh, nein, das war schlecht. Schon besser. Okay, da ist gar nichts. Also, ich glaube, man merkt in der Geschwindigkeit, in der wir hier uns fortbewegen, dass ich recht angespannt bin. Ich habe keine Ahnung, was hier auf uns wartet. Und irgendwie ist alles leer. Hier. Und ich weiß nicht genau, wieso. Was mir noch mehr Angst macht. Ich glaube, wir können, also, ich sag's mal so, nach dem Video werde ich wahrscheinlich versuchen, wieder an der Oberfläche herumzustolzieren, weil erstens so lange Zeiten hier im Dunkeln zu hocken ist auch nicht so wirklich das Wahre. Und außerdem sollte ich auch mal das, was ich quasi hier abgebaut habe, 25, wow, auch irgendwann einmal quasi einlagern. Ist auch recht praktisch. Das ist echt ein großes Höhlensystem. Wirklich groß. Oder wisst ihr was? Ich könnte jetzt in diesem Video einfach versuchen, wieder zurückzukehren und vielleicht Sachen, die ich versäumt habe, quasi ja, einzusammeln. Euch, wenn das in irgendeinem Blödsinn zu erzählen und natürlich euch dann ein paar Sachen noch bei meiner Hütte zu zeigen, wie sich das ausgeht. Wenn ich viel zu lange brauche, dann kann ich auch einen Schnitt machen. Ist ja möglich. Okay. Ich habe echt keine Ahnung mehr, wo es genau zurückging, aber ich glaube, hier bin ich ungefähr richtig. Ich muss einfach nur. Das war nicht richtig. Oh. Gut, dass wir das gemerkt haben, weil sonst wäre es ein bisschen unfair gewesen. Ich habe bei meinem letzten Video habe ich es halt auf Peaceful gestellt auf dem Golf-Video quasi. So, fürs Golf-Video. Weil wenn ich solche Maps mache, die nicht unbedingt sagen, du musst hier auf, keine Ahnung, Hard spielen oder sowas, dann mache ich das jetzt auch nicht unbedingt, weil, ja, wieso eigentlich sollte ich das da machen? Ist es Tag oder Nacht? Das ist auch die interessante Frage, wenn man lange Zeit irgendwo unten war. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ich könnte mir einen Kompass bauen, aber keine Uhr. Eine Uhr braucht Gold. Aber einen Kompass könnte ich bauen. Ich habe jetzt Eisen. Dann müsste ich halt quasi, wo es dann zurück zu meinem zu meiner Basis geht. Okay, machen wir hier auf. Eisestag. Das ist schön. Das heißt, wir müssten jetzt nur mehr achten auf Creeper. Ein schwarzes Schaf. Ein weißes Schaf. Ich glaube, Holz habe ich genug. Aber Hühner. Hühner töten ist nicht so einfach, finde ich. Zumindest. Na komm. Man zielt eigentlich, aber man trifft sie nicht jedes Mal. Leder könnten wir eigentlich recht gut gebrauchen, weil ihr seht ja, momentan habe ich gar keine Rüstung.
Wobei die aus Eisen natürlich besser ist, aber die wird auch relativ schnell kaputt gehen, wenn ich mich wieder so blöd anstelle. So. Okay, also einmal hier hin zu meiner Hütte. Und dann kann ich euch auch zeigen, was man hier alles mit dem Weizen anstellen kann. Mit dem Schilf. Genau, nehmen wir ein bisschen Schilf mit. Hier habe ich quasi eine riesige Farm erstellt. Und hier auch ein bisschen extra Kakteen gezüchtet. Hier unten. Und ja, das habe ich alles da quasi vergrößert mit dem Schilf. Verlängert. So. Was wir natürlich auch machen könnten, wir könnten irgendwann mal vielleicht von hier, dem Tunnel, den ich unten gegraben habe, erweitern zu diesem Höhlensystem. Was natürlich alles dann praktischer machen würde und sicherer vor Creepern. Aber echt blöd, dass wir nicht noch ein bisschen gekämpft haben gegen, oh, ich brauche da ein Werkzeug, gegen Monster in der Höhle, weil ich es verbockt habe, nach dem letzten Video das umzustellen. Warte mal, was haben wir hier? Charcoal, oh, das ist blöd. Holzkohle und normale Kohle vertragen sich nicht so gut. Okay, während wir dann gleich mal nach unten gehen, um nachzusehen, was sich hier alles an der Weizenfarm getan hat, Weizenfront. Oh. Wird das schön geschmolzen und dann können wir weiter den Minecart bzw. Rails machen. Also ja, quasi weiter hier unser System ausbauen. Wobei wir haben gar kein System momentan, aber pst, muss ja nicht wieder wissen. Ach ja, und hier, eigentlich war das nur ein eins, also ein einmal, keine Ahnung, wie viele Blöcke das bis dort hinten sind, langer Tunnel. Nur Creeper-Explosion. Von oben hat das alles da kaputt gemacht. Ich hätte keine Lust, das alles zuzumachen. Wozu auch? Wenn das gut beleuchtet ist, passt das. Okay, und das ist quasi hier meine Farm. Und alles scheint irgendwie ausgewachsen zu sein. Im Standard Texture Pack. Es wird vielleicht mal wieder ein eigenes wählen. Okay, das ist nicht reif. Die scheinen reif zu sein. Beim Standardteil, wenn ihr seht, dass die quasi hier schon schwarz und braun sind, heißt das, dass sie eigentlich reif sind. Ups, Mist. Ah, so. Ja, und das wird dann quasi so weitergehen, einfach. Es geht relativ gut und relativ schnell, weil wir hier keine Strömung haben. Das habe ich schön hier geschafft quasi. Ja, weil das eher störend wäre. Und um Weizen anzubauen, müssen die Weizenfelder quasi, also die Blöcke, die ihr mit Weizen anpflanzen so, wollt, müssen die einmal aus Erde bestehen. Diese Erde muss irgendwie am Wasser liegen. Und ihr müsst dann später so eine Sense haben. Und die normale Erde, also hier mit Gras, dann einfach mal links klicken, damit die ungefähr so zu bearbeiteter Erde wird. Und diese Erde könnt ihr dann, wie halt schon gesagt, dann bebauen. Indem sie dann vor allem auch noch durchs Wasser wird die dann ein bisschen dunkler wie hier, also feucht. Und dann sind das die optimalen Voraussetzungen, um Weizen anzubauen. Was könnt ihr aus Weizen alles machen? Also eigentlich könnt ihr Brot herstellen. Und ihr könnt auch noch zum Beispiel einen Kuchen backen. Kuchen backen, wenn wir gleich mal machen. Ah, Mist. Ja. Was ganz wichtig ist für Weizenanbau, dass keine Tiere und auch ihr selber nicht drauf rumtrampelt. Deswegen sind diese Wasserwege extrem praktisch. Und ich habe mit Glas quasi das dann abgeriegelt, so dass man quasi andauernd genug Licht hat für den Weizen, damit er schnell nachwachsen kann. Ich habe außerdem auch noch hier quasi Fackeln angebracht, damit auch in der Nacht alles wachsen kann.
Ihr solltet außerdem, wenn das bei euch hier so ist, also mit dieser Farm, dass sie eigentlich tiefer gelegen ist und quasi das Glas auf ebenem Niveau ist, solltet ihr es vermeiden, mit Creepern zu kämpfen auf dem Ding. Weil sonst macht ihr sehr viel kaputt. Ich spreche zum Glück noch nicht aus eigener Erfahrung, aber ja. So, die brauchen wir sonst nicht. Wir haben 53 Weizen. Das ist sehr gut. Ja, also aus diesem Zuckerrohr könnt ihr auch Papier machen. Das haben wir hier. Aber wir wollen jetzt. Ach ja, Zucker könnt ihr auch machen. Wir wollen jetzt aber ein bisschen Dings machen. Kuchen. Okay, wie war das mit dem Kuchen nochmal? Das Ei war in der Mitte. Zucker war seitlich. Ah nein, Mist. Ich brauche noch Milch. Das liegt da mal rum. Milch, 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 da Milch. Ihr braucht drei ganze Behälter mit Milch. So, schnell das noch machen, weil das Video wird, glaube ich, dann gleich zu Ende sein. So. Ich glaube, das ging so. Ging es umgekehrt. Ja. Und hier habt ihr einen schönen Kuchen. The cake. The lie. Okay. Ja, das war's dann erstmal. Von mir. Ich werde dann zusehen, was ich mit den ganzen Sachen noch anstellen würde. Werde ein bisschen vorbereiten und dann wahrscheinlich wieder in die Höhle gehen. Und wahrscheinlich auch noch kleine Custom Maps rausbringen. Für euch zum Gucken. Also, einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.